Ja, was ist los? Oh mein Gott, es ist wieder Zeit für Zelda Ocarina of Time! Mit mir, dem Miep. Bester Anfang ever. wenn ihr wissen wollt, was in den letzten Parts passiert ist, dann schaut einfach die letzten Parts, ganz einfach. Oh mein Gott, das Arm. Nein. Oh mein Gott. Nein. Das hatten wir doch schon mal. Das hatten wir doch schon mal. Na komm. Moment, ich kann die doch bestimmt mit dem Stahlhammer kaputt machen, die komischen Türme, oder? Okay, nee, geht nicht. Nicht? Nee. Okay, schade. Dann mach mal. Mach mal kaputt. Oh! Bitte mach mal kaputt. Mach kaputt. Kaputt. Moment, hier habe ich nicht viel Ausweichmöglichkeiten hier. Hier ist besser. Komm, mach kaputt. Mach kaputt. So, der Cheater. So, jetzt noch den hier. Dann bin ich zufrieden. Okay, ne, den mache ich später. Ah! Okay, den mache ich jetzt. Hauptsache, ich fliege einfach mal überhaupt nicht über 1000 Meter weit weg. Lag, Entschuldigung. Okay, dann machen wir deinen komischen Thron kaputt. Ja, komm, mach mal. Mach mal. Mach bitte. Ah, okay, nice. Sicker! Da ist... Oh. WTF, da war ich aber als Kind besser dran. Da war ich deutlich besser dran, WTF. Nein, gib mir das Herz. So, jetzt mach bitte die zwei kaputt. Oh, scheiße. Was? Los. Ne. 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 Aber sowas von ne. Oh, okay, ich hätte vielleicht ein bisschen aggressiver spielen müssen und nicht erst meine Herzen aufschieben. Ja, ganz toll. Jetzt habe ich irgendwie nur noch 4 Herzen. Warum auch immer. Das finde ich ja sehr toll. Ich will das jetzt kaputt hauen. Kann ich das ernsthaft nicht kaputt hauen? Ich will. Kann ich das hochheben? Nee, geht auch nicht. Schade. Dann eben nicht. Oh mein Gott. Finde ich schade. Und wir können mal wieder raus. Kommen jetzt nochmal ein Item. In einem Tempel 2 Items. Okay, sieht so aus. Und ich weiß sogar was. Aha, ich habe euch verarscht. Es ist nämlich der Spiegelschild. Oh mein Gott. Das Zeichen da, das ihr sehen könnt, das hat übrigens für einigen Trubel gesorgt. In der Gaming-Welt. Damals und heute, glaube ich, immer noch. Und zwar ist es ja ein türkisches Dingen, Halbmond-Dingen. Da sieht man ja. Und da haben sich eben einige angegriffen gefühlt. Keine Ahnung warum, aber ist halt so. Und ja, jetzt können wir anscheinend nicht verdingsen. Aber ich glaube, da nehmen wir dann besser das Master Schwert, weil das ist ja kein Zweihänder. So. Ist auch mal wieder gut, hier mit dem Master Schwert rumzulaufen. Ja, das ist eben genauso mit dem Schild, wie eben auch mit der Türkenmusik, in Anführungsstrichen, beim Feuertempel. Da haben die ja auch die Musik geändert. So. Nice. Was haben wir jetzt hier? Wahrscheinlich einen Schlüssel, würde ich mal sagen. Oh mein Gott, wie überhaupt nicht
offensichtlich. Und jetzt wieder zurück. Mein, soll ich mal schauen, was der Schalter macht? Ich schau mal. Es war sowas von klar, dass es irgendwas kaputt macht. Böser Schalter, böser Schalter. Was? Was? Oh Gott. Oh, war die Stelle habe ich gehasst. Erstmal hier die Mongos weg. Nein, die Mongos weg. Die Mongo auch weg. Danke. Erstmal noch die Bombe hier aufheben. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Also hier, da, die verschieben sich alle, diese Dinge. Immer abwechselnd. Das erste nach rechts, das nächste dann nach links. Das ist in der Mitte. Nicht. Und dafür dann wieder das erste nach links und das nächste dann nach rechts. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, haben wir mal die Skulpturleiter weg. Würde da dann kurz warten können, wenn wir denn überhaupt hier ankommen. So, und dann hier ganz nach rechts. ETF. Nein! Fick dich. Okay, ist schon versaut. Muss auf die nächste Dinge warten. Okay, es fährt doch nicht durch, das wechselt immer so. Also wenn's rechts ist, dann fährt es nach links. Jetzt ist ja rechts. Jetzt kommt es gleich wieder raus. Oder? Ja. So, als jetzt da ein bisschen hier reinschaut, genau jetzt. Ich finde das so krass, das Ding. Oh, boah. Nein! Genau das habe ich gemeint. Genau das habe ich gemeint. Okay. Nee, reicht nicht. Nein, reicht nicht. Dann warten wir noch mal kurz. So, jetzt zack los. So, kurz warten. Gehen wir vielleicht mal darüber. So, und los! Na komm, na komm. Ja, 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 ja. Oh! Gott sei Dank. Ich habe bei der Stelle glaube ich schon mal circa eine halbe Stunde verschwendet. Wow. So schlimm. Okay. Go, go. Nächster Raum. Next room, man. Okay. Hier erstmal links rein. Was? Ich hab's schon gehört. Jetzt kann ich durch das Ding aktivieren. Okay, ja. So, jetzt haben wir hier ein kleines Problem mit dem Typen. Ja, am Arsch, mit dem ich getroffen hat. Was hat der für Spasten? Jetzt verdreht euch einfach mal in der Luft. Na komm. Okay. Dann sehen wir hier schon, dass das da anders aussieht. Jeder, der anders aussieht, muss weggesprengt werden. Ja. Damit er von der Allgemeinheit akzeptiert wird. So, dann öffnen wir das Ganze mal hier so rüber und du nervst. Komm, geh weg. Ja, WTF, ich hab doch mein Schild aktiviert. Mein Schild aktiviert. Eingesetzt, wäre besser. So.
jetzt hier so rüber und dann hier. Ah. Sind nochmal die komischen Truhen. Krüge. Krüge! Dann können wir hier. Ja, okay, der Sense. Da. Können wir jetzt das die Sonne hier aktivieren und dann das Ding anscheinend runterfährt. Ich dachte nicht, das aktivieren wir im anderen Raum, aber egal. Komme ich da jetzt wieder hoch? Ich will da wieder hoch. Ich da jetzt auf sie raufspringen? Anscheinend. Das interessiert uns jetzt aber gerade nicht, weil wir jetzt nämlich dann zu dem anderen Raum da hinten gehen. Das kann es aber noch ein bisschen dauern. Weil Ding und so. Jetzt müssen wir noch den ganzen Weg hier zurückgehen. Welche Tür war das? Ich glaube die hier. Juhu! Nein! Nein! Oh mein Gott! Nein! Ich will nicht! Ich will nicht nochmal so den Crank Bullshit machen. Ich hebe jetzt den Pumpen auf. So, warten. Warten. Immer noch warten. Oh mein Gott. Hoffentlich schaffe ich es jetzt auf Anhieb. Und los! Nein, scheiße, ich hau. Ah, nein! Nein, ich hab das vergessen, ich hab das vergessen, ich hab das vergessen, ich hab das vergessen, ich hab das vergessen! Ja, okay, wird nichts. Das Ding hat mich angefickt. Deswegen. Ah, nee. Dachte ich, muss jetzt schon, aber nee. Ist nicht. Boah, ich finde die Stelle so scheiße. So, jetzt los. So, warten. Los! Ja. Ja! So, jetzt schnell hier durch. Zack, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Oh, er hat am Arsch gesagt. Oh. So. Fick dich einfach. So, fick dich. Boah, ich hasse die Stelle so. Mein Gott, die Tür geht auf. Was musst du jetzt Epic Fight of Epicness oder so machen? Fuck you all. Ich glaube, wir brauchen hier noch ein Dingenhammer. Moment, geht, kann man eigentlich die komischen Schleimdinger auch mit dem Hammer töten? Cool. This is awesome. Okay, cool. Mach mal die Dinge mal kaputt. Vielleicht ist da hinter irgendwas. Irgendwo. Vielleicht. Kann man die auch aufmachen? Öffnen. Ja, war so. Oh! Das war klar. Zack. Okay. Ah, okay, das hätte ich sowieso gemusst. So. Dann hier, weil nämlich hier
da hätte ich mich dann nämlich später gewundert, wenn ich dann nicht da auf den Schalter komme, um dann hier das Feuer auszulöschen, um dann zur Tür zu kommen. Wird es wahrscheinlich den Masterschlüssel, glaube ich. Ach so, ich glaube, ich habe doch echt den Masterschlüssel drin. How unexpected. Ist dahinter vielleicht doch irgendwas? Nee, okay. Dann können wir jetzt wieder den Enterhaken reinhauen. So. Dann können wir jetzt wieder hier nach links. Rechts, meine ich. Hier noch den Bug hier anschauen. Schön. Und jetzt noch die. Okay, schade. Okay, jetzt haben wir hier Licht. Licht auf das Gesicht. Auf das Gesicht. Da, das geht kaputt. Da, da, aha, aha. Allerdings ist jetzt die Frage. Okay, geht einfach so auf. Okay, ich glaube, ich würde mal sagen. Cliffhanger! Es geht in der nächsten Folge weiter. Mit The Legend of Zelda Ocarina of Time, wenn wir mal die zwei Hexen, gehe ich mal davon aus, plätten werden. Ja, wird hammergeil. Bewerten, kommentieren, abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bewerten, je nachdem ihr das Video eben fandet oder die Videos, falls ich das jetzt wieder splitte, weiß ich ja jetzt noch nicht. Und ja, ciao, bis zum nächsten Mal.